Was ist denn hier? Treffe ich das noch? Dann sehen Sie hier links die Grundlagen der Informatik. Das ist übrigens das Buch meines Bruders, das er mit einem Kollegen zusammen, dem Stefan Schmid, geschrieben hat, über irgendwelche geologischen Prozesse in der Schweiz. Das kaufen Sie sich besser nicht. 239,99. Wenn er das sieht, kriegt er sowieso die große Krise. Das hat bestimmt sein Verlag da eingestellt. Daneben, ne, meins, umsonst. Aber mein you get what you pay for. Ne? Und das können Sie sich also dann, wenn Sie da draufklicken, dann werden Sie nach Ihrem iTunes-Account gefragt. Und na, die meisten werden einen haben, die irgendein Gerät haben, mit dem man das überhaupt angucken kann. Dann können Sie sich das Buch holen. Ich gehe jetzt mal hier nicht, sondern ich gehe wieder in die Vorlesung. Ach, das kann ich auch noch sagen. Wenn Sie es richtig machen, dann fragt Sie das Ding bei der Installation von dem Buch oder beim Runterladen von dem Buch, ob Sie Updates haben wollen. Und ich glaube schon, dass Sie Updates wollen. Wir haben heute auch schon wieder 2, 3 Druckfehler gefunden. Es gibt da noch hinten dran, irgendwann über die Zeit, noch ein weiteres Kapitel, glaube ich. Also da kriegen Sie dann auch automatisch Updates. Das Interessante ist, wenn Sie sich in dem iBook Reader hier Notizen machen, dann bleiben die Notizen auch über Updates hin erhalten. Das haben wir ausprobiert, das ist ganz witzig. Wenn wir also hier, ich habe das letztes Mal, glaube ich, Ihnen gesagt, wenn wir hier irgendwas markieren oder vielleicht eine Notiz anhängen, dann ist die persistent. Das heißt, diese Markierung ist nach dem nächsten Laden vom Update trotzdem noch an dieser Stelle. Ja, wie kriege ich das jetzt weg? So kriege ich das weg. Gut, jetzt muss ich nochmal gucken, was hier mit der Aufzeichnung ist. Ich möchte mich irgendwie weitermachen. Geht's? Gut, prima. Dann habe ich ja die 7 Minuten erfolgreich vertändelt, die wir noch gebraucht haben, um startklar zu werden. So, also jetzt machen wir weiter mit diesem nächsten Folie, in der ich Ihnen etwas über verschiedene Modelle des Programmierens kurz erzählen möchte. Das heißt nicht, dass ich all diese Modelle hier in der Vorlesung diskutieren möchte, das heißt nur, dass ich Ihnen die Namen von dem, was wir da machen und von Alternativen kurz nennen möchte. Als erstes möchte ich das klassische Programmiermodell erwähnen. Das nennt man auch gern imperatives Programmieren. Da beschreibt Ihr Programm den Datenfluss. Also Ihr Programm, ja, das ist orientiert daran, was jetzt als nächstes ausgeführt werden soll. Sie fragen am User Interface, wie wir das machen, später noch, Sie fragen am User Interface irgendwelche Daten vom Benutzer ab. Der Benutzer tippt ein. Sie nehmen die Daten, rechnen damit, geben Ergebnis aus. Und dann holen Sie vielleicht wieder neue Eingaben, rechnen, Ergebnis ausgeben. Damit wir das richtig gut strukturieren können, das Problem, gibt es Funktionen, mit denen wir Daten holen können, Daten ändern können, Zustände in unserem Programm ändern können, mit denen wir uns merken können, wo wir sind in der Berechnung und so weiter. Die Datenstrukturen, das haben wir schon kurz erwähnt. Und da habe ich hier zum Beispiel mal so ein Stück Programm aufgeschrieben. Wir haben hier diese Variable Fakultät, FAC, die setzen wir auf 1 und das I setzen wir auf 1. Und dann haben wir hier so eine kleine Schleife, in der wir, solange das I kleiner gleich dem N ist, das I mit dem, was im Fakultät steht, multiplizieren, das Ergebnis wieder ins Fakultät reinstecken und das I ins Raufzählen. Das berechnet die Fakultät von N, Fakultät von 6 ist 120 und so weiter, Fakultät von 2 ist 2.
also das Produkt aller Zahlen von 1 bis n wird da berechnet. In diesem kleinen Stück. Wenn Sie das jetzt noch nicht richtig verstehen, was ich da hingeschrieben habe, macht nichts, wir sprechen noch ein paar Mal drüber. Aber das Wichtige, was ich hier im Verhältnis zum imperativen Programmieren, warum der Kasten hier daneben steht, klar machen möchte, das ist, dass wir ja hier in unsere Datenfelder, in unsere Variablen was eintragen und dann haben wir hier ein Konstrukt, diese Schleife, die mit den Daten arbeitet. Wir haben den Ablauf unter Kontrolle in der Hand, wenn keine Fehler passieren. Wir bestimmen imperativ, befehlend, den Ablauf. Und die Programmiersprachen dafür, naja, eine schöne ist das Pascal, eine andere ist das C, das werden wir hier in der Vorlesung benutzen, weil es sich aus allerlei Gründen kommerziell durchgesetzt hat. Dann haben wir noch das Modular oder es gibt das COBOL, schon relativ alt, oder das Fortran, auch ziemlich alt. Es gibt tausende von Programmiersprachen. Da muss man sich auch nichts denken. Da gibt es auch in 10 Jahren, gibt es vielleicht irgendeine ganz andere, neue, tolle, die man dann können möchte oder können soll. Ich versuche Ihnen hier in der Vorlesung ohnehin nicht Programmiersprachen beizubringen, sondern das Programmieren, also algorithmisch formulieren. Das machen wir am Beispiel C. Aber sehen Sie das eher nicht wie Sprachen Französisch, Italienisch, Chinesisch, Deutsch oder Englisch, sondern sehen Sie es mehr als Dialekte von der Sprache. Wir wollen programmieren lernen und genauso wie, wenn man richtig programmieren kann, dann können Sie Programme in C und in Pascal und in Modular oder auch in, wenn man ein bisschen was zusätzlich lernt, auch in einer von denen da verstehen, weil das verwandte Sprachen sind oder vielleicht nur Dialekte sind. Das nächste, was ich erwähnen möchte, ist das objektorientierte Programmieren. Beim objektorientierten Programmieren, da bewegt man sich weg von diesem imperativen Modell des präzisen Ablaufangebens. Wir geben beim objektorientierten Programmieren, schreiben wir Datenstrukturen auf und dazu zu den Datenstrukturen, da sprechen wir auch noch mal ein bisschen drüber, so in anderthalb Monaten oder so ähnlich. Zu den Datenstrukturen geben wir Funktionen an, mit denen man solche Datenstrukturen ändern kann. Die Idee beim objektorientierten Programmieren ist, dass all das, was wir haben in unserem Programm, die Daten, auf denen wir, mit denen das Programm umgeht, die haben einerseits ihre Inhalte und andererseits Funktionen, die an diesen Daten was machen, die korrekt transformieren. Korrekt, wenn die Funktionen korrekt programmiert sind. Die Zustände, die stecken jetzt nicht im Programm, sondern die stecken eher in den Datenstrukturen. In einem mehr ereignisorientierten Programmieren. Sie kriegen von außen ein Ereignis. Das Objekt, das Ihr Programm repräsentiert, kriegt ein Ereignis und dann werden Transformationen durchgeführt. Also ein wenig anderer Ansatz und diesen anderen Ansatz, den braucht man insbesondere auch für solche Benutzungsoberflächen mit Menüs und Knöpfen, auf die man drücken kann und so weiter, bei denen der Benutzer an so einem reichen User-Interface sitzt und irgendwann mal irgendwas tippt. Im Gegensatz zu, hier wird der Benutzer abgefragt, hier ist es mehr so, dass Ihr Programm vom Benutzer einen Anreiz kriegt, um was zu tun. Und weniger diese Abfragemetapher dahinter steckt. Als nächstes möchte ich noch das funktionale Programmieren erwähnen. Das macht man in der Vorlesung nicht, weil es ja, es ist sehr viel abstrakter. Man kann auch manche Sachen nicht so richtig gut damit machen. Gerade User Interfaces programmieren wird damit relativ schwierig. Aber es gibt Probleme, für die das prima und gut ist. Hier unten habe ich eine Sammlung von solchen funktionalen Programmiersprachen hingeschrieben. Das Haskell ist übrigens ganz beliebt. Lisp war mal sehr beliebt, das war die Sprache des Programmierens für künstliche Intelligenzalgorithmen, so vor 20 Jahren. Das Prolog ist eigentlich eine ganz interessante, witzige Sprache.
über das, was wir hier nicht machen, das gibt dann noch so eine KI-Vorlesung, wenn das vorkommt, oder APL, in der mit Symbolen programmiert wird, also Matrizen, Operatoren und so weiter. Das funktionale Programmieren ist im Wesentlichen so eine Abfolge von mathematisch-logischen Funktionen, die Sie auf Eingaben ansetzen. Ich habe hier so ein Beispiel geschrieben. Die Fakultät ist also eine Funktion, die ein Integer auf ein Integer abbildet. Und falls die Fakultät mit 0 aufgerufen wird, gibt es eine 1 zurück. Also die Fakultät der Zahl 0 ist die 1. Und jetzt rechnen wir hier, wenn also in das Fakultäten n ungleich 0 reingestopft wird, größer 0, um genau zu sein, dann geben wir zurück, dann gibt es hier als Resultat zurück die Fakultät n mal die Fakultät von n minus 1. Also n mal den Rest. Und die Fakultät von n minus 1, die wird dann wieder, das ruft sich hier selber auf, das Ding, bis wir bei 0 sind. Und wenn wir bei 0 sind, dann gibt es 1 zurück. Und weil wir das immer mit n minus 1 aufgerufen haben, kommt es dann zurück. Das hinterste Ergebnis war die 1. Dann wird dann eine 2 dran multipliziert und zurückgegeben. Dann wird die 2 also zurückgegeben. Dann wird die 3 dran multipliziert und 6 zurückgegeben. Dann wird die 4 dran multipliziert und 24 zurückgegeben. Dann wird die 5 dran multipliziert und 120 zurückgegeben. Das ist so ein, also, das ist so die Idee vom funktionalen Programmieren. Dieses Herabsteigen im Ast, dieses Reduzieren auf ein einfacheres Problem. Da gibt es keine Zustände, da gibt es auch hier keine richtig änderbaren Daten, Variablen, die Sie haben, sondern ja, die Daten werden so ständig durchgereicht, vereinfacht formuliert. Das ist das funktionale Programmieren. Das möchte ich hier erwähnt haben, wenn irgendjemand mal, wenn Sie den Begriff mal irgendwann hören, wenn Ihnen jemand das mal in den Kopf wirft, dann denken Sie sich einfach, ja, stimmt, das hat er mal erzählt und das hat irgendwie was mit logischen Funktionen und keine Zustände, keine Daten und mit dem Lambda-Kalkül zu tun. Es gibt auch ein paar Programmiersprachen dazu, aber das ist erstmal alles, was ich wissen will. Also funktionales Programmieren funktioniert schon ziemlich anders als die beiden da oben. Jetzt habe ich noch so eine zweite, dazu sagen wir mal parallel stehende Art Einteilung vom Programmieren, die ich aktives und reaktives Programmieren nennen möchte. Aktives Programmieren ist wieder so dieser Gedanke, dass ich den Ablauf meines Programmes genau aufschreibe, angebe. Also, naja, primitiv hier, erstmal holen wir uns die Eingabe. Ich habe absichtlich nicht Eingabe geschrieben, sondern Eingabe holen geschrieben. Wir gehen zum Benutzer und greifen die Eingabe. Von der Tastatur oder meinetwegen auch vom Mikrofon oder von der Kamera. Wir sagen auf dem Bildschirm, gib uns mal ein, wie viele CDs du hast. Und dann tippt er 27. Und dann können wir ihn, schauen wir uns an, und dann geben wir aus, okay, gib uns bitte den ersten Titel von der CD, tipp's ein. Wenn er das eingetippt hat, dann speichern wir das und dann gehen wir rauf und sagen, gib uns den Titel von der zweiten CD und von der dritten. Und wenn er zwischendurch keine Lust mehr hat, dann hat er Pech. Wir verlangen nämlich alle 27. Also wir haben beim aktiven Programmieren das Heft in der Hand und kontrollieren den Ablauf. Das ist für die Benutzer gar nicht so witzig, bei der 26. CD einfällt, dass es sich verzählt hat. Was macht er dann beim 27. Titel? Das ist das klassische aktive Modell. Da kann man natürlich was einbauen, wenn er dann auf die Escape-Taste drückt oder so ähnlich, dann lassen wir es halt mit der 27. CD, dann hören wir schon vorher auf. Aber das Modell ist, dass wir vom Programm aus den ganzen Ablauf kontrollieren. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und das eventuell mehrmals, deshalb die geschweiften Klammern da. Der Programmierer plant den kompletten Ablauf. Da gibt es keine Überraschungen. Das ist ein einfaches Modell.
halt für den Benutzer ein bisschen lästig, wenn er mal was anderes haben will. Beim reaktiven Programmieren, das ist intellektuell für uns Menschen viel schwieriger zu gestalten, weil wir nur noch auf Eingaben reagieren. Da müssen wir komplett umdenken. Da müssen wir Funktionen schreiben, die Komponenten schreiben, die ein bestimmtes, definiertes Verhalten haben und die auf äußere Anreize reagieren. Und jetzt fragt das Betriebssystem, also vom Computer, also nicht wir selber im Programm, sondern jemand anders, wartet, dass der Benutzer was eingibt. Und der wartet darauf, dass ich zum Beispiel hier drücke. Und dann kriegt das Programm, in diesem Fall des iBooks, dieses Drücken irgendwo. Und das iBooks reagiert auf so ein einfaches Drücken hier auf dem Screen, damit, dass er uns hier oben dieses Menü zeigt, in dem ich jetzt zum Beispiel suchen kann oder Bookmarks machen kann und so weiter. Das ist die Reaktion von dem. Übrigens, wenn er das wieder wegräumt, das ist auch wieder so eine Reaktion auf ein Ereignis, dass sich nämlich ein paar Sekunden an der Benutzungsschnittstelle nichts getan hat, dass ich nicht weiter gedrückt habe, sondern dass ich das im Screen ignoriert habe. Wenn ich jetzt hier drücke und der zeigt das an und ich drücke hier oben irgendwo drauf, na, komm hier, dann würde er mir diesen Schirm zeigen. Jetzt muss ich bloß hier wieder wegkommen. Dann so. Also jedes Mal, wenn ich was mache, dann kriegt das iBook die Message, der hat jetzt das und das gemacht. Der hat jetzt auf diesem Element am Bildschirm gedrückt, auf den Knopf oder einfach nur an den Bildschirm und so weiter. Das ist ereignisgesteuert. Unser Programm besteht also jetzt nicht mehr aus so einem Drehbuch, sondern besteht nur noch aus so Elementen, Reaktionen. Das sagt zum Betriebssystem, wenn der Benutzer auf diesen Knopf da oben rechts drückt, dann ruf bitte diesen Teil von mir auf und dann mache ich was. Und wenn er dahin drückt, dann mach das. Und wenn er dahin drückt, dann mach das. Schickst zu diesem Objekt, zu jedem Objekt in meinem Programm. Also so anreizgesteuert. Es gibt einen Anreiz, wir transformieren die Daten innen drin und wir antworten. Das kann man objektorientiert programmieren, das kann man aber auch, und so machen wir es dann in der Vorlesung, so am Web 2.0-Modell erläutern. Das Web 2.0-Modell ist gerade so schön zustandslos ereignisgesteuert. Sie klicken irgendwo in Ihren Webbrowser auf ein Menü oder sowas und dann wird es aufgeblättert. Dann wählen Sie Menü-Eintrag aus und da wird irgendwas gemacht, ein Gebot bei eBay abgeschoben oder geboten oder bei Amazon was gekauft, im Laden gekauft und so weiter. Ereignisgesteuert. Arten, wie man das machen kann, ist dieses Ajax. Wir sprechen drüber oder sowas hier unten. Und ich habe versucht hier, dieses Bild werde ich dann irgendwann nochmal genauer erläutern, wenn wir da vorbeikommen, beim reaktiven Programmieren, das auf diese Weise zu symbolisieren. Jetzt möchte ich nach diesem Warmlaufen für das Kapitel, für den großen Abschnitt Programmieren, von der Idee zum Programm, möchte ich ein wenig über den ersten wichtigen Schritt sprechen, über Idee und Analyse. Zunächst mal wollen wir dieses einfache imperative Modell uns vornehmen, ums Programmieren mal zu lernen. Weil das wenn man den Ablauf vollständig kontrolliert in der Hand hat, dann kann man sich es einfach besser vorstellen im Kopf, im Prozess. Aufgaben von irgendwelchen Programmen, die wir so typischerweise machen müssen, das ist irgendwas berechnen, eine Formel durchrechnen, ein Modell, das wir uns ausgedacht haben. Also wir haben das Modell, zum Beispiel eine Formel, mehr oder weniger komplex. Das steckt hier drin, hier im Verarbeiten. Wir holen uns die Eingabe, die können wir uns an der Tastatur holen, die holen wir uns vielleicht auch woanders, die kommt vielleicht in der Datei oder sonst was. Wir holen uns erstmal eine Eingabe
füllen die Datenstrukturen für die Verarbeitung und dann setzen wir unsere Formel an. Matrix invertieren oder irgendwelche Differentialgleichungen lösen für zigtausende von Messpunkten. Und dann geben wir das Ergebnis aus. Und das ist so typischerweise dieses Programmverhalten. Wir geben ein paar Zahlen ein, das Ding rechnet ein paar Minuten oder ein paar Stunden und dann kommt was raus. Und das raus, was rauskommt, das hilft uns hoffentlich. Zwischendurch muss vielleicht auch noch was gespeichert werden, aber hier Interaktion mit dem Benutzer abholen, hier Interaktion mit dem Benutzer abspielen, präsentieren, anzeigen. Dazwischendurch rechnen mit Zwischenspeicher. Das können wir zum Berechnen benutzen, aber auch zum Organisieren, Datenbanken, Daten erfassen, dann die Daten ablegen und dann in dem nächsten Schritt, in einem weiteren Schritt fragen wir, wie viele Studenten hat es denn jetzt? Und dann geht das Ding wieder in die Datenbank zurück, verarbeitet und sagt 4135. Wir vielleicht kommunizieren, deshalb habe ich hier ein Mikrofon und hier einen Lautsprecher hingezeichnet, oder etwas, eine Anlage messen, steuern, eine Anlage im Sinne von einem Roboter oder eine Schleifmaschine oder sowas. Also auch wieder das Heft in der Hand behalten. Und die Struktur von so einem Programm ist eben Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Und das ist schon mal schön, weil es das Problem grundsätzlich in drei Teile strukturiert, von denen jeder Teil einfacher ist als das Gesamte. Wenn Sie sich also hinsetzen, haben irgendeine Aufgabe, dann strukturieren Sie die mal in, wenn es klappt, bei vielen Problemen klappt das, ich muss mir die Zahlen, mit denen ich rechnen soll, mit denen ich mein Modell rechnen soll, die muss ich mir beschaffen, ich muss das Modell rechnen, ich muss das Ergebnis schön anzeigen oder ausdrucken. Strukturiert schon mal. Hier kann man dann die Formel programmieren, die man hat, das Modell programmieren. Hier braucht es ein paar Abfragen am Bildschirm und Konvertierung von Daten. Hier braucht es Ausgeben. Und diese Aufgaben sind, ich will nicht sagen, jeweils ein Drittel, aber vielleicht 20% hier, 50% hier und schön ausgeben, wie viel bleibt uns übrig? 30% hier unten. Und jetzt haben wir schon das Problem strukturiert, etwas strukturiert. Das ist ein ganz allgemeines Rezept, passt auch nicht für alles, aber hilft schon mal weiter. Jetzt ist jeder von den Einzelschritten einfacher. Ich will das mit dem Aufteilen, Analysieren, Algorithmus formulieren, Vorgehensweise formulieren, nochmal ein bisschen anders anpacken. Als erstes müssen wir ein Problem definieren. Das kann man auch intuitiv beschreiben. Intuitiv beschreiben im Sinne von, nehmen wir mal Sachen aus dem täglichen Leben, wir wollen einen Pulli stricken oder einen Kuchen backen oder einen Schrank aufstellen, den wir im Möbelgeschäft gekauft haben. Das ist das Problem, was wir haben und das intuitiv wollen wir das beschreiben. Dann müssen wir uns fürs Kuchen backen. Wir brauchen die Eingaben. Die müssen wir detailliert aufschreiben, das sind die Zutaten. 250 Gramm Mehl und 2 Eier und 100 Milliliter Wasser und so weiter. Dann müssen wir uns überlegen, wie soll denn die Ausgabe aussehen? Wie soll der Pulli am Ende aussehen? Wir haben ja auch wahrscheinlich eine Idee, wie der Schrank aussehen soll und wie der Kuchen hinterher aussehen soll. Ein Kugelhupf oder sonst was. Resultat definieren, Ausgabe genau aufschreiben. Und jetzt müssen wir, damit wir das bewältigen können, das Problem, die Wissen aus dem Gebiet aufsammeln. Wir müssen eben einigermaßen backen können. Wir müssen ein bisschen handwerkern können, um den Schrank zusammenzukriegen. Oder wir müssen stricken können. Wir müssen, linke, rechte Masche und so weiter. Also Wissen aus dem Gebiet aufsammeln, uns da mal schlau machen. Mitarbeiter in der Firma befragen, Kunden befragen. Die wissen schon was. Und das müssen wir bloß aus denen rauskitzeln.
das ist manchmal nicht ganz einfach, aus einem Mitarbeiter, aus einem Kunden, einem Nicht-Informatiker, das rauszukriegen, was man braucht. Aber da müssen wir eben die Informatiker, obwohl man uns das im Allgemeinen abspricht, eben doch irgendwelche menschlich interaktiven Fähigkeiten zur Kommunikation besitzen. Dann müssen wir angucken, wie wird das klassisch gemacht. Andere Rezepte lesen, vielleicht haben wir ja auch schon mal was gebacken. Ähnliche Programme untersuchen. Man kann sich ja mal mit dem, was im Internet so herumliegt, da liegt ja viel Open Source herum, mal inspirieren lassen, wie packen das andere Leute an. Man wird wahrscheinlich nicht das genau Passende finden, aber man wird vielleicht so etwas Ähnliches finden und von da aus ein bisschen weiterdenken. Selbstverständlich gibt es auch sowas wie Gesetze und Normen und andere Regeln in dieser Domain, in der man da arbeitet, die wir beachten sollten. Und da müssen wir ein Verfahren finden oder erfinden. Beim Kochrezept ist es ganz klar, wir gucken in ein Kochbuch rein, da steht es drin, das Verfahren. Dann nehmen wir also unsere Eingaben, das Rezept, und dann wird fröhlich 250 Gramm Mehl heißt es, aber das bedeutet natürlich, dass wir nicht ein Päckchen mit 250 Gramm Mehl haben, sondern dass wir irgendeine Waage brauchen und die 250 Gramm da dann abwiegen müssen. Und die 100 Milliliter Wasser, da besorgen wir uns, wenn wir den Kran aufmachen, kommt viel raus, den Wasserhahn, also müssen wir irgendein Messgefäß haben und gucken, dass es da gerade 100 Milliliter werden. Das Ei abzählen ist einfach bei einem. Und dann heißt es jetzt zusammenschütten, also das Mehl dahin und dann weiß nicht was ist, oder erst die Butter und dann das Ei rein und dann den Zucker und dann das Wasser und dann das Mehl oder so. Steht im Rezept drin, die richtige Reihenfolge. Und zwischendurch muss man immer mal wieder rühren in unserem Teig. Und das steht da auch drin, so ein Rezept, so ein Kochrezept besteht aus einer Liste von Zutaten und drunter einer Vorgehensweise, einem Algorithmus. Die Eingaben, die wir uns besorgen müssen, also Supermarktbesuch und dann als nächstes die eigentliche Vorgehensweise. Die steht meist als Text in 6, 7, 8, 9, 10 Punkten da. Wenn man nach Bocuse kochen will, sind es 2 Seiten, aber im normalen Kochbuch oder Backbuch sind das irgendwie eine halbe Seite oder eine Viertelseite oder so ähnlich. Das Rezept ist der Algorithmus. Die Eingaben besorgen wir uns im Supermarkt, die Ausgabe, die müssen wir selber erledigen. Mit Essen. Pullover anfertigen, da gibt es eben auch eine Anzahl. Da muss man sich eine Vorlage, ein Rezept besorgen, wie man welches Garn reinschreibt. Ich kann es nicht. Ich lasse das. Aber wir müssen irgendwelche Maschen machen und mitzählen und so weiter. Dieses Iterative steckt da übrigens drin, hier und hier drin. Ne? Iterativ ist ja auch 250 Gramm Mehl. Abwiegen bedeutet ja, wir nehmen einen Löffel und gucken mal, ob es reicht und noch einen Löffel und noch einen Löffel. Irgendwann reicht es, also es ist ein iterativer Prozess. Vergleichen, dazulegen, vergleichen, dazulegen. Auch die Backzeit ist so ein iterativer Prozess. Oder wenn wir einen Schrank bauen, irgendwo, wir besorgen uns die Eingabe, das ist eine Pappkarton mit Brettern und Schrauben und so weiter, da legen wir uns die Bretter schön nebeneinander, da legen wir die Schrauben daneben, dann holen wir uns noch Werkzeug, Hammer und Schraubenzieher und was es so braucht. Und dann geht es eben los hier nach Bauanleitung. Die liegt hoffentlich auch im Paket dabei. Wir haben also eine Menge von Operationen, die habe ich hier grün, elementare Operationen, sowas wie es addieren. Und wir haben ein Verfahren und wir haben ein Problem. Vom Problem zum Programm. Das hier, diese Reihenfolge, die definierte Reihenfolge von diesen hier, das ist das Programm, das ist das Problem und das ist der Algorithmus. Algorithmen kann man finden oder man muss sie erfinden. Das Problem liegt rum, aber man muss es analysieren. Man muss herauskriegen, was man denn möchte. Das ist diese Auswahlphase. Und die Operationen, die muss man trainieren. Die kann entweder der Computer oder wir können sie. In diesen Beispielen hier.
ich habe hier noch so ein paar Randbedingungen dafür aufgeschrieben. Nachdem wir analysiert haben und das Wissen im Gebiet aufgesammelt haben, muss man sich auch noch überlegen, kann ich das Ganze berechnen? Bei den einfachen Problemen, die man so in der Übung hat, Übungsaufgaben, da kann man es berechnen. Aber es gibt durchaus auch Probleme, die man nicht berechnen kann. Oder die sehr lange dauern, wenn man sie berechnen möchte. Laufzeit, ne, des Verfahrens. Ein allseits bekanntes Beispiel, das was eventuell sehr lange dauern kann, ist die Codeknackerei. Wenn Sie so einen 1024-Bit-Schlüssel haben, mit denen irgendwelche Informationen nach Verfahren oder sonst wie verschlüsselt sind, dann kann man das zwar dekodieren, indem man einfach alles durchprobiert, auch ohne dass man den Schlüssel hat. Das ist aber so gemacht, das Verfahren, dass das Durchprobieren einfach ein paar Jahre braucht mit der heutigen Rechenleistung. Wenn die Computer kräftiger werden, paralleler werden, mehr, schneller rechnen können, dann geht es vielleicht schon in einem Jahr und irgendwann dann mal in einem halben Jahr und irgendwann dann mal auch in einem halben Tag und dann brauchen sie ein kräftigeres Verschlüsselungsverfahren. Und das ist das, was ich hier ausdrücken will. Die Komplexität des Verfahrens muss man schon mal betrachten. Und wie viel Speicherplatz braucht man? Es gibt durchaus numerische Probleme, Simulationen und so weiter. Die kann man nicht auf einem normalen PC rechnen, weil eben Speicherplatz fehlt. Da hat es vielleicht gar nicht mit der Geschwindigkeit zu tun, aber da hat es vielleicht auch mit dem Speicherplatz zu tun. Der hat vielleicht nicht genug. Und da müssen Sie vielleicht mehrere benutzen, nur um genügend Speicherplatz zu haben. Naja, wir werden zum Thema Berechenbarkeit noch ganz am Ende der Vorlesung im Januar ein Kapitelchen haben, in dem ich Ihnen noch mehr sage, warum es Sachen gibt, die nicht berechenbar sind. Das kann man beweisen, dass es Dinge gibt, die nicht berechenbar sind. Nachdem wir uns also das Problem definiert haben, die Eingaben kennen, die Berechenbarkeit sichergestellt haben, oder wir sind zumindest zuversichtlich, dass es berechenbar ist, so zuversichtlich, dass wir unsere Zeit in den restlichen Prozess investieren wollen, dann müssen wir die Datenstrukturen bilden. Also wir müssen uns die Eingaben anschauen und das in Datenstrukturen reinfüllen. Das ist so ein Abstraktionsprozess. Mit welchen Objekten gehen wir denn in unserem Programm um? Wir müssen gucken, dass wir auch alle Daten haben, dass wir alles das, was wir brauchen, auf unsere Datenstrukturen abgebildet haben. Jetzt gibt es wieder ein bisschen ein Speicherplatzproblem. Und danach müssen wir uns noch überlegen, ob wir den Zugriff auf unsere Datenstrukturen, ob der schnell genug ist, ob man den eventuell verbessern muss, ob die Datenbank, die hier dahinter steht, ob die schnell genug ist und so weiter. Man wägt da im Wesentlichen ab zwischen einfachem Zugriff und schnellem Zugriff. Wenn es schnell ist, ist es häufig aufwendiger. Danach, jetzt erst, müssen wir unsere Werkzeuge auswählen. Welchen Computer brauchen wir, welches Modell, wie viel Speicher und wie schnell muss der sein und wie viel Festplatte und so weiter. Das machen wir hier. Dann müssen wir uns natürlich auswählen, welches Betriebssystem soll laufen. Das ist heutzutage aber ein bisschen in den Hintergrund getreten, diese Auswahl. Wir können all das, was wir wollen, da gibt es verschiedene Optionen dafür. Wir wählen eher aus, ob wir einen Tablet-Computer oder einen Laptop oder einen Desktop oder einen Parallelrechner, klein oder groß oder sowas, haben wollen. Und dann wählen wir das Betriebssystem aus, auch wieder nach irgendwelchen äußeren Randbedingungen. Danach suchen wir uns das richtige Programmierwerkzeug, also die richtige Programmiersprache, beziehungsweise so ein Prototypen-Erstellsystem aus. Dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Infrastruktursoftware, eine Datenbank, die habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, andere Server, die irgendwas für einen erledigen, Softwareinstanzen, Hardwareinstanzen und so weiter. Was wir auch machen sollten irgendwie noch, ist vielleicht in einem kommerziellen
Umgebung, die Kosten ermitteln im Sinne von Arbeitszeit, Geräten und Material. Aber auch wenn wir was für unsere Masterarbeit oder so ähnlich programmieren sollen, müssen wir uns überlegen, schaffen wir das in 6 Monaten, inklusive Schreiben der Arbeit. Also auch hier gibt es solche Kostenüberlegungen. Jetzt möchte ich wieder etwas konkreter werden. Jetzt möchte ich mich genauer um den mittleren Schritt kümmern, um den Algorithmus. Ich habe das Kapitel Sequenzialisierung genannt. Jetzt müssen wir was machen, was manchen Leuten schwerfällt und was manche ganz natürlich finden. Eins nach dem anderen. Wir Menschen sind, na, wir haben da oben massiv parallele Rechner. Da sind Milliarden von Neuronen, die sind verkabelt und die arbeiten die ganze Zeit parallel an irgendwelchen Dingen. Erstaunlicherweise sind unsere Computer, das ist erstaunlicherweise, notgedrungenerweise, sagen wir lieber, sind unsere Computer, mit denen wir umgehen müssen, zunächst mal sequenziell. Die machen eins nach dem anderen. Jede Operation total schnell, um viele Größenordnungen schneller, als wir es im Kopf können, mit unserem Parallelrechner, aber eben keine oder wenig Operationen parallel. Sagen wir lieber wenig Operationen parallel. Wenn so ein Computer parallel zig Sachen macht, ist das für den schon viel. Und unser Kopf macht zigtausend Sachen parallel. Also müssen wir einerseits das, was wir im Kopf so intuitiv machen, so nebenher parallel machen, das müssen wir irgendwie sequenziell kriegen. Und diese Sequenzialisierung ist nicht immer ganz einfach. Wobei übrigens diese Mischung zwischen sequenziell und dann wieder parallel für Parallelrechner, die ist noch besonders schwierig aus allerlei Gründen für uns Menschen. Das Sequenzielle, das ist das, was ich auch schon beim Kochrezept hatte. Erstmal die Butter abmessen, dann die Butter irgendwie weich kriegen, dann die richtige Menge Zucker rein, hintereinander, dieses dann, dann, dann. Das steckt in den meisten Rezepten drin oder Schrank aufstellen. Da haben wir es aber schon. Bei den Algorithmen, der Begriff, der geht auf diesen Herrn da zurück und ich bin gar nicht so sicher, ob ich versuchen soll, den Namen auszusprechen. Al-Khwarizm oder so ähnlich. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob ich es wirklich richtig perfekt hingeschrieben habe oder ob da nicht noch vielleicht irgendwelche Druckfehler drin sind. Jedenfalls ist das ein Mathematiker aus dem arabischen Raum, der vor, ich glaube, über 1000 Jahren solche Verfahren angegeben hat. Und insbesondere hat er da auch den sogenannten euklidischen Algorithmus nochmal angegeben. Beim euklidischen Algorithmus, da geht es ja darum, den größten gemeinsamen Teiler von zwei ganzen Zahlen zu finden. Das ist so ein iterativer Prozess. Ich habe den hier mal so aufgeschrieben und hier oben noch gezeichnet. Das ist der erste Algorithmus der Menschheit, wenn Sie so wollen. Weil das so was Sequenzielles ist, das Addieren, das Multiplizieren, das macht man irgendwie so im Kopf, teilweise parallel, teilweise sequenziell. Hier haben wir zum ersten Mal so einen richtigen Algorithmus in diesem euklidischen Algorithmus vorliegen. Eine Abfolge von Schritten oder auch eine Rechenvorschrift. Um den größten gemeinsamen Teiler, also so einen ganz einfachen Algorithmus zu berechnen, da setzen wir, also wir haben diese beiden Zahlen, m und m, teilerfremd, die nicht teilerfremd, davon wollen wir den größten gemeinsamen Teiler finden. Die haben also einen Teiler, hoffentlich, das werden wir dann hier in dem Algorithmus schon rauskriegen. Wir nehmen mal das m und dividieren das ganzzahlig durch das n durch
und holen uns davon den Rest. Den stecken wir hier rein, ist der Rest gleich 0, dann ist der GGT das N. Klar, das N ist dann 5-mal oder 27-mal oder 385-mal da, oder 387-mal, sagen wir lieber, in die Zahl N reingegangen. Und wenn der Rest 0 ist, dann teilt das N das M. Klar. Dann sind wir nämlich fertig, dann ist der größte gemeinsame Teiler das N. Andernfalls, dann stecken wir das N ins M rein und den Rest ins N. Und dann machen wir hier oben weiter. Gucken wieder, ob das hier, diese ganzzahlige Division, ob die aufgeht oder nicht. Wenn sie aufgeht, sind wir fertig, dann war es eben das da. Hier in der Zeichnung, da wird was noch ein bisschen klarer. Wir berechnen den Rest der ganzzahligen Division m dividiert durch n. Ist der Rest 0, dann sind wir fertig. Ist der Rest nicht 0, dann machen wir hier unten dieses drittens, diese Zuweisung und gehen wieder hierhin zurück. Wir sehen hier drin ein paar wichtige Elemente vom Programmieren, von der Programmiersprache. Das ist gar nicht so sehr hier diese Rechenoperation geschenkt. Das macht auch eine Rechenmaschine, die nicht programmierbar ist. Oder das Abspeichern ist auch nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Abfrage hier. Das da, was ich hier so rund gemalt habe. Ist der Rest 0, ja oder nein? Die Fallunterscheidung, das ist was Wichtiges für ein Programm. Und das zweite Wichtige, was ich hier zeigen möchte, das ist diese Schleife hier. Das Ding heißt wirklich beim Programmieren Schleife oder Loop. Dieser Kreis hier, in dem sich die Ausführung bewegt, bis diese Bedingung, bis diese Frage mit Ja beantwortet werden kann. Das sind zwei wichtige Elemente. Abfrage und Iteration. Und die Sequenzialisierung in diesem Beispiel, die ist eben, dass wir diese Operationen hier 1, 2, 3 hintereinander kriegen und diese Abfrage an die richtige Stelle stellen und das Weiter an die richtige Stelle stellen. Hintereinander wird das hier ausgeführt, sequenziell. Rest berechnen, Vergleich, diese Zuweisung und dann geht es wieder weiter. Das nächste, was ich Ihnen nahebringen möchte, das steht hier unten, steht gerade ein bisschen klein da, ist aber sehr wichtig, wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt beim Programmieren. Und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ein Problem auf mehrere einfache Probleme, einfachere Probleme zu reduzieren. Stepwise Refinement. Schrittweise Verfeinerung, zerlegen in Teilprobleme. Das hatte ich hier auch schon. Ganzes Problem, zerlegen in Eingabe holen, verarbeiten, Ergebnis präsentieren. Eine Form von Zerlegung. Jetzt müssen wir hier drin weiter zerlegen. Die Aufgabe, den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen zu berechnen, besteht nämlich eigentlich darin, dass wir erstens die Zahl m vom Benutzer einholen, zweitens die Zahl n vom Benutzer einholen, dann rechnen mit diesen drei Schritten da und danach ausdrucken. Der größte gemeinsame Teiler von m und n ist das hier. Eingabe und Verarbeitung, Ausgabe und in der Verarbeitung, hier in dem gelben Kasten, steckt das hier drin. Jetzt gibt es hier drin noch Operationen, die wir natürlich auch nochmal irgendwie aufteilen müssen, die ganzzahlige Division durchführen, den Rest ermitteln, das muss man auch noch irgendwie hinkriegen. Das schreibe ich jetzt hier nicht, aber das ist auch noch so ein Teilproblem, was wir erledigen müssen. Dieses Sätze m gleich n und n gleich Rest, das ist auch ein bisschen, das ist ja schon ganz einfach, was man irgendwie erledigen muss. Da werden wir auch vorbeikommen, wie man das erledigt. Wir zerlegen in Teilprobleme und dann wollen wir dafür, für diese Teilprobleme jeweils ein Verfahren finden oder entwickeln. Und wenn wir es fein genug zerlegt haben, wenn wir so ein Aster, also so ein, so ein, ja, so
so einen umgekehrten Baum da haben, oben die Aufgabe, zerlegt in Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und die Eingabe wieder zerlegt in Teilprobleme und das wieder zerlegt in Teilprobleme. Irgendwann stehen unten mal lauter Sachen, die ganz trivial sind, deren Lösung irgendwo steht oder über deren Lösung wir gar nicht mehr nachdenken müssen, eben trivial. Und das ist unsere Aufgabe als Programmierer. Ich mache mal ein Beispiel hier. Wir wollen Kaffee kochen. Die Aufgabe zerlegen wir in drei Teilprobleme. Erstens Wasser kochen. Zweitens Nescafé-Pulver reinschmeißen in die Tasse. Drittens das heiße Wasser drüber kippen. Fertig ist der mehr oder weniger leckere Kaffee. Vielleicht hätte ich hier Fertig-Kaffee schreiben sollen, wegen der Trademarks und so weiter. Also wir haben jetzt das Problem, Kaffee machen zerlegt in diese drei Schritte hier. Und jetzt müssen wir jeden einzelnen von diesen drei Schritten auch wieder zerlegen. Erstens, Wasser kochen zerlegen wir in diese fünf Unterschritte. Wir wollen den Kessel, den wir zum Kochen benutzen, mit Wasser füllen. Das Füllen habe ich blau geschrieben, weil das wieder so ein iterativer Prozess ist. Wir halten das unter den Wasserhahn, drehen den auf, gucken rein, ob es voll genug ist, gucken immer wieder. Irgendwann ist voll genug, dann drehen wir zu. Eine elementare Tätigkeit, fast, aber das sind schon nochmal Einzelschritte. Also das könnten wir schon nochmal zerlegen. Dann stellen wir diesen Kessel mit dem Wasser drin auf die Herdplatte. Dann schalten wir diese Herdplatte ein. Hier steht anstellen, vielleicht hätte ich einschalten bleiben müssen. Das ist eventuell auch nicht ganz trivial. Wir müssen ja, wir haben vier Herdplatten, wir suchen uns eine aus mit der richtigen Größe und dann suchen wir uns den richtigen Drehschalter, mit dem wir das Ding ankriegen, da Energie hineinführen. Ja, eigentlich trivial, aber man muss schon noch was machen. Herdplatte einschalten. Und dann müssen wir hier warten, bis das Wasser kocht. Hier müssen wir zwei Sachen machen. Erstens müssen wir messen, ob das Wasser kocht. Und wenn nicht, geben wir uns ein paar Sekunden Zeit. Und dann gucken wir nochmal auf das Wasser, ob es jetzt kocht. Naja, wir erkennen, dass es kocht, indem da irgendwelche Blasen aufsteigen und oben drüber Dampf und so weiter. Müssen wir eben immer wieder hingucken. Zwischendurch gehen wir vielleicht in ein anderes Zimmer, holen noch was, erledigen was, gucken schnell im Internet nach, ob eine E-Mail gekommen ist oder sowas und dann gehen wir zurück und gucken nochmal nach, ob es jetzt blubbert, dass es endlich nun kocht, das Wasser. Also hier steckt wieder so eine Schleife drin. Ne? Testen, warten. So, dann schalten wir diese Herdplatte aus und jetzt, das Wasser kocht da immer noch, blubbert immer noch so ein bisschen. Jetzt holen wir das Glas mit dem Nescafé. Außen drauf steht, wie viel wir davon brauchen. Wir müssen also einen Löffel anständig vollkriegen oder einen Kaffeelöffel anständig vollkriegen mit der Menge Nescafé. Kaffeepulver auf den Löffel laden, dann kommt der Löffel in die Tasse. Also der Inhalt vom Löffel, das, was wir draufgeladen hatten. Und jetzt im Schritt 3, Kessel von der Herdplatte nehmen und die Tasse mit dem Wasser füllen. Und dieses Füllen ist wieder so eine Schleife. Schütten, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, bis der Wasserstand gerade richtig ist. Jetzt könnten Sie vielleicht nach unten dran schreiben, viertens umrühren, das habe ich vielleicht hier oben vergessen. Und selbstverständlich müssen wir das hier auch noch ein bisschen weiter verfeinern, insbesondere wo ich es hier blau geschrieben habe, füllen, warten bis es kocht, die Menge hier abmessen und dieses Füllen hier wieder, das müssen wir wahrscheinlich noch mit nochmal verfeinern. Also da gäbe es dann hier einen 3.2.1 und einen 3.2.2 und so weiter. Weiter verfeinern. Aber es ist, wir haben hier immerhin schon einen Algorithmus zum Kaffeekochen und aus diesem nicht besonders schwierigen, aber immerhin zusammengesetzten Problem Kaffee kochen,
haben wir ein Grobverfahren in drei Schritte zerteilt und ein mittelgranulares Verfahren hier in 10 Schritte aufgeteilt und danach geht es noch mal ein bisschen weiter. Wenn Sie das nächste Mal Kaffee kochen, denken Sie daran. Schreiben Sie sich mal Ihren Algorithmus fürs Kaffeekochen auf. Eventuell eben mit Filtertüte in die Kiste reinstecken und so weiter. Aber da steckt auch Abmessen drin, da steckt auch Einschalten drin. Da muss man auch manchmal vorbeikommen, so ein iterativer Prozess und gucken, ob es schon fertig ist und so weiter. Und was wir hier sehen ist, wir haben eine Menge von Operationen, die wir hintereinander ausführen. Übrigens, hier gibt es Parallelisierungspotenzial. Wer hat es gesehen? Vorschläge? Ja genau, das hier, das Wasser kochen und den Nescafé in die Tasse kippen, das kann man parallelisieren. Die sind nämlich völlig unabhängig. Da ist nichts Voraussetzung für den anderen. Also, wir könnten dieses Glas aufschrauben und das Kaffeepulver rausholen und in die Tasse stecken und sobald das hier kocht, hier reinkippen. Macht man auch typischerweise. Ich wollte es aber hier, das macht man dann hier vielleicht zwischen 1.3 und 1.4, könnte man das hier veranstalten. Also parallel bearbeiten. Oder wenn jemand anders dabei ist, der Kaffee mitkocht, kann er das machen, während wir das hier oben machen. Also da wäre, ist Parallelisierungspotenzial. Was wir aber schlecht parallelisieren können, ist, dass den Kessel von der Herdplatte nehmen und in die Tasse schütten, wenn es noch nicht kocht. Das ist nicht parallelisierbar. Wir reden im Verlauf der Vorlesung, wenn wir nicht viel parallelisieren, aber ich möchte zwischendurch mal erwähnen, was denn die Voraussetzung fürs Parallelisieren ist hier an dieser Stelle, nämlich, dass die Sachen nicht voneinander abhängen. Das hier können wir erst machen, wenn es kocht. Aber das hier können wir schon machen, obwohl es hier noch nicht fertig ist. Ich habe hier oben und auch den euklidischen Algorithmus, also die Kaffeekocherei und den euklidischen Algorithmus, die habe ich mit dieser, ja, mit so einer Pseudonotation aufgeschrieben. Und ich hatte hier noch so ein paar Dinge drin, wie Farbe, ne, das blau angefärbt, und das hatte eine Bedeutung. Und ich habe hier dieses Durchnummerierte gemacht. Oder ich habe es hier durchnummeriert. Den Algorithmus, den beschreiben wir in diesem Fall mit solchem Pseudocode. Da kann sich jeder überlegen, was er benutzt. Da gibt es formale Systeme, die einem dabei helfen. Das kann man auch schon in der Programmiersprache machen, sozusagen vereinfacht. Oder man kann es so aufschreiben, wie ich das eben gemacht habe. Und diese Verfeinerungsstufen, die wirken sich ja auch hier in meiner Nummerierung aus, beziehungsweise bei der Anfärbung, die ich hier hatte. Da gibt's, hat sich auch so über die Jahre des Programmierens entwickelt, da gibt es auch grafische Darstellungsformen und formale Darstellungsformen dafür. Die grafischen Darstellungsformen sind zum Beispiel diese Flussdiagramme, ich habe hier den DIN-Standard angegeben, beziehungsweise die Struktogramme, damit wurde früher fleißig Informatik gelehrt. Das Problem an den Flussdiagrammen und den Struktogrammen ist, dass die ziemlich schnell unhandlich werden. Wenn die Probleme größer werden, dann geht einem das Papier aus oder die Tafel. Ne? Wenn man da für jedes, was man macht, und noch so Symbole aufmalt und so weiter. Das geht für einfache Programme, aber für richtig dicke Dinge, die dann hinterher mit ein paar tausend Zeilen Code dastehen oder vielleicht auch eine halbe Million Zeilen Code dastehen, da geht sowas einfach nicht mehr, solche Flussdiagramme oder auch einen Datenflussplan. Die grafischen Darstellungsformen, die gehen bis zu einer gewissen Abstraktionsebene, aber fürs eigentliche Programm anfertigen geht es leider nicht mehr.
Dafür benutzt man zum Beispiel Pseudocode in so einer sprachlichen Beschreibung. Pseudocode ist etwas, was man sich vielleicht selber entwickelt. Man nimmt eine Programmiersprache, lässt all das Kleinzeug, die Strichpunkte oder sonst was weg, die man nicht so dringend braucht. Das Syntaktische, das ein Übersetzer braucht, das wir Menschen aber nicht brauchen, und schreibt sich halbwegs formalisiert auf, was man machen möchte. Es gibt auch spezielle Entwurfs- und Spezifikationssprachen, die enthalten typischerweise Elemente von der Programmiersprache. Solche Entwurfssprachen sind gerne auch maschinell verarbeitbar. Das ist eigentlich noch schön, wenn die maschinell verarbeitbar sind. Dann kann man nämlich Software-Tools schreiben, die einem helfen und aus einem Teil von dem Pseudocode bzw. von dieser Entwurfssprache automatisch Programm generieren. Das Programm generieren war mal auch sowas, wo manche Informatiker geglaubt haben, dem gehört die Zukunft. Das hat aber irgendwie wieder aufgehört. Die Programmgeneriererei ist fast zu Ende. Heutzutage wird Code wieder gemacht. Zumindest zu großen Teilen. Was hat damit zu tun, dass wir effizient programmieren müssen? Nicht mehr nur, damit es schneller wird, das hat man früher mal gesagt, sondern heutzutage, damit wir effizient, also energiesparend programmieren können. Energiesparend wollen wir deshalb programmieren, damit die Batterie, der Akku von solchen Geräten möglichst lange hält, damit das Smartphone oder der Laptop nicht gleich leer sind, die Batterie davon gleich leer ist. Also die wesentlichen Verarbeitungselemente, die wir auch hier im Pseudocode wiedererkennen, die man auch im Flussdiagramm wiedererkennen würde, wenn wir sie denn machen würden, das sind Sequenzen, also hintereinander ausführen. Diese Schritte hier, 1, 2, 3, 4, 5, die führen wir hintereinander aus, Sequenz. Und das nächste wesentliche Verarbeitungselement ist die Selektion, Auswählen von Alternativen. Wir schauen uns eine Eingabe an und entscheiden danach, wie es weitergeht. Wir schauen uns eine Variable an, eine Zahl an und schauen und überlegen uns, wie es weitergeht. Hier ist der Rest gleich 0, dann das hier, sonst das hier. Die Iteration, die hatten wir auch schon, diese Schleife, die da ausgeführt wird. Das Gruppieren, das ist irgendwie der Gegenteil vom Refinement. Oder das Gegenteil vom Refinement, Entschuldigung. Zusammenfassen, kapseln und auf die Seite legen. Ja, wir haben einen Teil schon erledigt. Wir wissen, dass es funktioniert, diese Teilaufgabe. Die fassen wir jetzt in einem Stück, in einer Einheit zusammen. Funktionen. Kommen wir dann auch bald drauf. Und das können wir dann auf die Seite legen, als erledigt ansehen. Das ist das, was ich hier als Gruppierung bezeichnen möchte. Kennzeichen dessen, was man parallel machen kann. Also parallelisieren, zwei Ausführungsstränge gleichzeitig haben. Und dann haben wir hier noch eine Ausgabe. Das hier sind die wesentlichen Elemente, mit denen wir unser Programm gestalten. Und für uns jetzt hier wird die Sequenz wichtig, die Selektion, die Iteration und die Gruppierung. Und jetzt wollen wir, jetzt habe ich noch eine Folie, bevor es richtig losgeht, über Programmiersprachen. Ja, es gibt eine ganze Menge Programmiersprachen, ich habe schon gesagt, tausende. Als ich studiert habe, hat es irgendwie dazugehört, dass jeder mal seine eigene Programmiersprache gebastelt hat. Ich hatte in einer kleinen Gruppe mit ein paar anderen Freunden zusammen, habe ich da eine Programmiersprache gebaut, die hieß Miprola. Na, das war so eine Mikroprozessor-Programming Language. Sie haben noch nie davon gehört, das wundert mich auch nicht, da sehen Sie mal, wie erfolgreich das war, was wir damals gemacht haben. Naja, das ist so ein bisschen Pascal, hat die Anmutung von Pascal gehabt.
aber schon auch anders, natürlich viel besser. Und da haben wir auch einen Compiler für geschrieben und das war's dann. Und das hat uns halt Spaß gemacht. Also da gibt es solche Allzweckprogrammiersprachen wie diese da. Und was da besser und was da schlechter ist, da kann man sich trefflich drüber streiten. Das geschieht auch. Da nehmen wir jetzt aber nicht daran teil und ich quengel auch nicht dran herum. Für mich hat die falsche Programmiersprache gewonnen, aber so ist es eben. Andere Programmiersprachen, vielleicht ein bisschen spezialisierter und auch älter, dieses COBOL und das Fortran. Und obwohl das COBOL in den 50er Jahren gemacht worden ist, gibt es immer noch Software, die da drin programmiert wird. Und das ist auch okay. Was wir nämlich wollen, ist, wir wollen programmieren und nicht in irgendeiner Sprache programmieren. Dann gibt es das Basic und zu diesem Basic gibt es diesen interessanten Satz von dem berühmten Informatiker Elsker Dijkstra. Es ist eigentlich unmöglich oder praktisch unmöglich, gutes Programmieren Studenten beizubringen, die schon mal Basic programmiert haben. Und wenn sie schon mal Basic programmiert haben, dann denken sie sich nichts. So ist es eben. Ich habe auch viele Jahre Basic programmiert und naja, ich bilde mir ein, dass ich trotzdem auch noch ganz anständig programmieren kann. Ich habe das Zitat da stehen, weil ich klar machen will, dass die Auswahl der Programmiersprache durchaus wichtig ist. Und wenn man die richtige, vernünftige erwischt, benutzen kann, dann macht man weniger Fehler und naja, dann kann man das Projekt einfacher im Kopf strukturieren. Manche Programmiersprachen sind einfach klarer als andere. Aber man kommt auch mit den nicht so tollen Programmiersprachen wie Basic klar. Objektorientierte Programmiersprachen, Smalltalk, Java, C++ oder Objective-C, sie werden in ihrem Studium wahrscheinlich am C vorbeikommen, am C++, am Java, am Objective-C auch. C und Objective-C, das werde ich Ihnen verpassen. Und die anderen kommen dann auch noch. Aber wie gesagt, wir wollen ja programmieren und nicht in irgendeiner Programmiersprache. Wir wollen ja nicht C oder C++, sondern wir wollen eben programmieren. Das Smalltalk habe ich hier erwähnt, weil es eine ganz interessante und witzige Programmiersprache ist. Sehr elegant auch, die aus allerlei pragmatischen Gründen sich nicht durchgesetzt hat, die aber trotzdem gut ist. Der Arbeitszyklus beim Programmieren, wenn man sich also so eine Programmiersprache ausgesucht hat und wenn man seine Algorithmen fertig hat, zumindest im Pseudocode fertig hat und die Zerlegung des Problems fertig hat, dann ist der jetzt hat man also so eine Programmiersprache sich dann auch ausgeguckt, dann ist der Arbeitsablauf, wir müssen unser Programm irgendwie eintippen, ganz oder teilweise. Wie das geht mit dem Teilweise, naja, Teile werden nicht ausformuliert von unserem Programm, sondern stehen nur leer da. Und dann lässt man es mal übersetzen. Da gibt es ein Stück Programm, der Compiler, der macht das, übersetzt und dann ist es fertig übersetzt. Und dann können wir das mit anderen Teilen, die schon fertig programmiert sind von anderen Leuten, die wir vorher gemacht sind, die mit dem Betriebssystem mitgekommen sind, zusammenstecken. Das macht der Linker für uns und dann füllen wir es mal aus und dann geht die eigentliche Arbeit los, nämlich das Fehlersuchen. Fehler sind im Programm drin, fertig. Es geht darum, die zu suchen, dabei darf man nicht verzweifeln. Eigentlich macht das Fehlersuchen sogar Spaß. Mir macht es jedenfalls Spaß. Und es gibt eine ganze andere Menge Leute, denen es Spaß macht. Und wenn wir wirklich endlich einen Fehler gefunden haben, dann machen wir bei 1 weiter, editieren, übersetzen, linken, ausführen und dann wird weiter Fehler gesucht. Irgendwann haben wir genug Fehler gefunden, dass das Programm meistens anständig durchläuft. Bei einem Programm, das nur 100 Zeilen lang ist, können wir uns auch relativ sicher sein, dass das fehlerfrei ist. Bei einem Programm, was 1 Million Zeilen lang ist, können wir sicher sein, dass da noch Fehler drinstecken, aber sie treten nicht mehr häufig auf.
meine, das kennt irgendwie jeder von uns, manchmal stürzt eben so ein Computer ab. Und dann muss man ihn wieder starten. Und dann macht man weiter. Richtig ärgerlich wird es bloß, wenn er immer wieder an derselben Stelle abstürzt und man deshalb seine Arbeit nicht gemacht kriegt. Aber das müssen wir uns vorstellen wie ein Auto, was kaputt ist und mal zur Werkstatt gefahren werden muss. Bei einem Auto, da fluchen wir und akzeptieren es, bei der Software ist es plötzlich furchtbar schlimm, dass es Fehler hat. Vielleicht ist auch nur das Schlimme, dass wir dann warten müssen, dass das repariert wird. Zur Fehlersuche, das ist hier unten, ne? Da gibt es, ja, das gehört zum Programmieren einfach dazu, damit muss man sich abfinden, so ist es. Da gibt es ein paar Werkzeuge, so Debugger, das ist ein spezielles Programm oder Ausführungsumgebung, in denen unser Testprogramm ablaufen kann und soll, und das hilft uns, da mal reinzugucken. Wir werden noch ein bisschen drüber sprechen. Schrittweise Ausführung gehört zu dem, was der Debugger tut, dass wir das langsam in Zeitlupe ausführen können und merken, wenn es irgendwo schief geht oder an welcher Stelle es schief geht, und Wert- und Zwischenergebnisse anzeigen, das kann der auch, da kann man eben mal reingucken unter die Haube, was macht denn Messungen durchführen eigentlich, was macht denn dieser Teil, ist das Ergebnis von diesem Zwischenschritt richtig oder falsch. Aber gucken wir uns noch ein bisschen an, das müssen wir aber erledigen, das gehört zum Programmieren dazu. Die Sache mit dem Compiler und dem Linker, die habe ich Ihnen hier nochmal aufgemalt, einfach weil ich Ihnen klar machen möchte, wo die Teile alle herkommen, damit wir wissen, was wir machen und was andere für uns schon gemacht haben. Wir schreiben ein Stück Programm, zum Beispiel das Gelbe hier oben, da habe ich ein bisschen was reingeschrieben, sprechen wir noch drüber. Und wenn wir fertig sind, dann nehmen wir das und stecken das mal in diesen Compiler rein. Der Compiler, der wird uns wahrscheinlich sagen, dass da noch irgendwelche, beim ersten Mal zumindest, dass noch irgendwelche Fehler drin stecken, Syntaxfehler und so. Strichpunkt vergessen oder an dieser Stelle steht ein Integer, sollte aber ein Real sein oder umgekehrt, solche Dinge. Und dann muss man das reparieren, also ändern. Der Compiler weist uns in der Regel auf Programmierfehler hin, die wir gemacht haben. Die liegen aber auch irgendwie zutage. Ne? Der zeigt uns in der Zeile, guck mal an der Stelle 17, da stimmt was nicht, kümmere dich drum. Und dann reparieren wir das. Das geht meistens ganz gut. Und wenn es nicht so schnell geht, dann haben wir in der Regel wirklich auch einen Denkfehler in unserer Entwicklung drin. In unserem Algorithmus einen Denkfehler drin. Also gut, dass der Compiler, der sagt irgendwann mal, okay, ich bin zufrieden, das Programm ist syntaktisch in Ordnung, das, was ich überprüfen kann, das stimmt alles. Und dann müssen wir es, ich habe das schon gesagt, mit anderen Komponenten zusammenfügen. Warum wird das mit anderen Komponenten zusammengefügt? Weil wir eben nicht alles selber machen können und wollen. Weil wir auch Komponenten von anderen Leuten benutzen wollen. Weil wir in unserem Programm eine ganz einfache Funktion haben, einen String rein, und dieser String, wenn man den in diese Funktion reinsteckt, dann erscheint es auf dem Bildschirm. Schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. Dass auf dem Weg dieser Funktion, bis die Pixel hier auf dem Bildschirm stehen, noch ein paar hundert oder ein paar tausend Instruktionen kommen. Das ist so, aber wir wollen uns nicht um die Instruktionen kümmern. Im Betriebssystem hier zum Beispiel, da gibt es fertige Komponenten, algorithmische Komponenten, Programmstücke, die dafür sorgen, dass wenn wir ein Ding reinstecken, der auf dem Drucker rauskommt oder der auf dem Bildschirm rauskommt oder mit dem wir fragen können, hat der Benutzer an der Tastatur irgendwelche Buchstaben eingegeben? Und das liefert uns dann die Buchstaben zurück. Interessanterweise übrigens macht er aus der Taste in der dritten Zeile, in der dritten Spalte, das K oder so. Oder das L. Eigentlich liefert die Tastatur nämlich nur zurück zu Koordinaten auf der Tastatur. Oder die Taste 27 ist gedrückt worden. Jetzt muss man... Also, sowas steckt in diesen Funktionen hier drin. Das Betriebssystemabhängige. Und dann gibt es vielleicht noch weitere Funktionen, die wir auch noch woanders herbekommen. Was, um
einen Graphen anzuzeigen, also so eine Kurve oder sowas zu plotten. Oder was zur Listenverarbeitung. Sachen, die verschreiben. Und da freuen wir uns, wenn es eine fertige Funktion kriegen, die eine Matrix-Transposition macht. Oder die ein Gleichungssystem löst. Da gibt es fertige Funktionen, da wollen wir nur noch unsere Matrix reinstecken, die Lösung kommt raus und wir zeigen sie an. Ist doch schön. Diese Funktionen, die stecken hier in diesen grauen Kästen. Grau, weil wir es woanders herkriegen, weil wir gar nicht reingucken können, weil wir nur deren Leistung kriegen und eine gewisse Qualitätszusicherung, dass das Ding das tut, was es soll. Und jetzt kommt dieser linke, das habe ich hier so als, versucht, als Trichter zu zeichnen. Da kommt das raus, was der Compiler aus unserem Programm gemacht hat, das raus, was der Compiler, der X-Compiler aus diesem da gemacht hat, das raus, was der C-Compiler aus diesem da gemacht hat. Und diese Systemmodule, die sind teilweise nicht mal in der Hochsprache geschrieben, sondern in Assembler programmiert oder sonst was. Das wird alles zusammengequirlt. Über das Quirlen sprechen wir nochmal ein bisschen genauer. Und dann kommt hinterher ein ausführbares Programm raus. Und dieses ausführbare Programm, das liegt irgendwo auf der Festplatte rum. Und jetzt brauchen wir wieder eine Leistung von jemand anders, nämlich die Leistung vom Betriebssystem, damit der dieses Programm in den Speicher lädt und ausführt. Die Funktionen, die hier drin stehen, die sind übrigens Aufrufe für dieses Betriebssystem. Denn im Betriebssystem steht der Code drin, wie wir einen Button hier auf so einem iPad anzeigen oder eine Zeichenkette auf dem Bildschirm von unserem PC ausgeben können. Das ist eine Leistung des Betriebssystems. Deshalb habe ich auch hier versucht, das mit den Farben zum Ausdruck zu bringen. Diese Dinge hier, die kriegen wir fertig als Code, die werden auch da dran gebunden. Also hier gibt es ein bisschen Code, der den Code hier drin aufruft. Hier gibt es anderen Code, der komplett da steht. Das wird in unserem Code zusammengebunden und dann kann es ausgeführt werden. So, jetzt können wir diesen Arbeitsprozess hier diese komischen Schritte übersetzen und zusammensetzen mit Standardteilen den Linker zusammen. Das C, über das wir jetzt dann hier in der Programmiersprache, das wir hier als Programmiersprache in der Vorlesung verwenden möchten. Das C ist schon etwas älter, so in den 60er und 70er Jahren, entstanden an einem amerikanischen Forschungsinstitut von der amerikanischen Telefongesellschaft in den Bell Labs und ja, im Wesentlichen von dem Dennis Ritchie und dem Ken Thompson entwickelt. Oder man könnte sagen erfunden, ich sage lieber entwickelt. Der Dennis Ritchie, der ist nur ziemlich genau vor einem Jahr gestorben. Der hat ein bekanntes Buch über das C geschrieben, mit dem Brian Kernahan zusammen, Kernahan Ritchie, den habe ich auch im Literaturverzeichnis. Der Ken Thompson ist nebenher der das Unix-Betriebssystem entwickelt hat und damit auch die Basis fürs Linux gelegt hat. Der Ken Thompson hat, um dieses Betriebssystem Unix zu schreiben, eine Programmiersprache gebraucht und da hat er sich sowas wie das C ausgedacht und das hat er Dennis Ritchie genommen und zu einer kompletten Programmiersprache gemacht. Übrigens, das Unix hat der Ken Thompson damals entwickelt, weil er auf den Computer, den er hatte bei den Bell Labs, ein Spiel implementieren wollte. Und dieses Spiel, das lief auf, konnte nicht auf dem Betriebssystem laufen, was er hatte auf dem Computer. Das hat er vorher am MIT gespielt gehabt. Und dann hat er das Unix geschrieben und damit die C-Entwicklung angestoßen, um dieses Spiel programmieren zu können. Eigentlich, naja, noch eine schöne Geschichte drumherum. Natürlich haben die da auch irgendwann gemerkt, was sie da haben. Und dieses Betriebssystem
kostenlos weitergegeben, die Programmiersprache auch kostenlos weitergegeben an Kollegen. Die Vereinbarung war, ihr könnt das Betriebssystem haben, ihr könnt den Compiler haben, ihr könnt das C haben, aber ihr müsst uns versprechen, dass wenn es Fehler gibt, dass ihr die behebt und uns nicht damit ärgert, mit den Fehlern belästigt. Wir wollen nichts über Fehler wissen. Und dann haben sie damals eben den anderen, na, das ging dann so, dass die ihre ein Magnetband geschickt haben zu dem Ken Thompson und er hat ihnen dann das Unix auf das frische Magnetband kopiert und zurückgeschickt. Und auf die Weise konnte man kostenlos an ein Betriebssystem kommen. Das C ist deshalb auch ganz eng verbunden mit dem Erfolg von Unix und naja, der Erfolg von beiden hat damit zu tun, dass es eben nichts gekostet hat. Zu Zeiten, wo ein Betriebssystem viele tausend Dollar gekostet hat. Es ist dann über die Zeit, na, viele Leute haben es benutzt, weil unter anderem auch kostenlos und weil es einfach auf neue Rechner zu portieren ist, das Unix und das C. Da hat es dann irgendwann Standards gegeben, hier 89 und C8990 und auch ein ISO-Standard mit diesem C99. Das C, na, ich habe da hingeschrieben, das ist der positiv formuliert, hat vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten. Man kann einen Sachverhalt, einen Algorithmus auf viele unterschiedliche Arten da ausdrücken. Es gibt mehrere Arten von Schleifen und. Die werden wir uns noch kurz angucken. Eine Art von Schleife würde völlig reichen, aber es hat halt mehrere, weil manchmal die eine schön ist und manchmal die andere das, was man machen will, besser ausdrückt. Es gibt noch ein paar andere Dinge dabei, die ja mehrfach vorhanden sind. Man kann damit sehr effizient programmieren, das ist angenehm, gerade wenn man schnell sein will oder Batterie sparen will. Aber leider verleitet es auch häufig zum Tricksen. So, jetzt möchte ich damit anfangen. Und anfangen möchte ich, anders als das vielleicht viele Kollegen machen wollen, würden, mit der zentralen Abstraktion von Programmiersprachen überhaupt, mit den Funktionen. Die Funktionen, die machen genauso eine Gruppe, die leisten so eine Gruppierung, beziehungsweise die leisten das Verstecken von, das Kapseln von Operationen. Ich habe hier eine Funktion hingeschrieben. Diese Funktion, da steckt man ein Integer rein, das Integer nennen wir num, N-U-M. Und es kommt ein Integer raus. Zunächst mal hier drin, das ist nicht so richtig notwendig, aber wir machen es jetzt mal. Wir vereinbaren hier eine Variable in dieser Funktion, dass die ist vom Typ Integer. Was Variablen sind, darüber müssen wir noch sprechen. Und die nennen wir Resultat, Result. Diese Funktion heißt Square, ja, wir wollen eine Zahl quadrieren. Also das Resultat ergibt sich zu dieser Zahl, die wir hier oben mitkriegen, mal der Zahl, die wir hier oben mitkriegen. Und wir geben das Resultat zurück, Result. Hier steht Return, zurückgeben, Result. Das, was hier drin steht, kommt also sozusagen hier in das Ergebnis von dieser Funktion Square hinein. Warum ist das jetzt so zentral für Programmieren gemeinhin? Wenn wir so einen Algorithmus entwickeln, dann steht da auch manchmal, wenn es denn eben gerade passt, so jetzt müssen wir von dieser Zahl das Quadrat berechnen. Wir könnten natürlich an dieser Zahl, an dieser Stelle, wo das steht, jetzt brauchen wir das Quadrat, einfach Zahl mal Zahl hinschreiben. Das wird es auch tun. Aber wir wollen es kapseln, weil wir das an anderen Stellen vielleicht auch noch brauchen. Weil wir eines Tages es vielleicht nicht so berechnen wollen, sondern einen schnelleren Algorithmus dafür haben. Indem wir irgendwelche eine besondere Hardware zum Quadrieren in unseren Computer einbauen. Es könnte ja sein, dass wir irgendwann mal Spezialhardware genau für sowas haben. Also lagern wir das aus. Wir schreiben eine Funktion, die dieses Quadratbilden kapselt.
Und nachdem wir dafür gesorgt haben, dass das hier richtig, vernünftig verläuft, da drin, zuverlässig arbeitet, legen wir die Funktion auf die Seite und denken nicht mehr drüber nach. Wir sind uns ja sicher, dass das jetzt funktioniert und jetzt können wir uns dem Rest des Problems zuwenden. Natürlich werden die Funktionen, mit dem, die wir dann wirklich programmieren, ein bisschen komplexer sein als das, aber mir geht es darum, das jetzt hier erstmal ein einfaches Beispiel zu haben. Funktionen dienen dazu, Verhalten zu kapseln einerseits und zweitens passen die gut zu unserer schrittweisen Verfeinerung. Dieses Blaue hier, füllen, das können wir nämlich auch als Funktion begreifen. Wir wollen die Funktion füllen aufrufen. Und zwar, was soll gefüllt werden? Der Kessel. Mit was soll er gefüllt werden und wie viel soll rein? Und dieses Füllen, das werden wir wieder verwenden, hier unten. Diesmal geben wir dem Füllen aber eine Tasse als Ziel und als Quelle das kochende Wasser hier aus dem Kessel. Hier haben wir dem Füllen als Ziel den Kessel mitgegeben und als Quelle den Wasserhahn. Wir könnten dem auch, wenn wir später einen Milchkaffee basteln wollen, dem auch dieser Funktion füllen, die ich jetzt hier mal postuliere, die Milchtüte mitgeben und so einen Behälter vom Aufschäumer oder sowas. Also hier, wenn wir das Füllen hier anschauen oder das Warten, bis es kocht, anschauen, das sind so hier die Menge Kaffeepulver auf den Löffel laden, da könnte ich mir zum Beispiel Funktionen dahinter vorstellen. Und jetzt werden diese Funktionen zu dem Werkzeug, zu der Methode, wie man das Stepwise Refinement hinkriegt. Hier oben, die Funktionen, die muss ich im Programm deklarieren und definieren. Die Deklaration, das ist das hier oben. Das beschreibt die Schnittstelle zum Benutzer. In unserem Fall ist die ganz einfach. Eine Zahl rein, eine Zahl raus. Wir könnten auch 7 Parameter stehen, 7 Zahlen rein. Beim Beispiel füllen könnte Quelle, Ziel, Menge dastehen als 3 Parameter. Also hier oben im Funktionskopf steht drin, wie viele Parameter es hat und welchen Typ die haben. Hier in unserem Fall wäre es ein Integer, könnten aber auch Floats oder sowas sein. Oder Double. Das nennt man auch die Argumente, was hier in Klammern steht. Und dann den Ergebnistyp hier vorne, was rauskommen soll. In unserem Fall ist es wieder Integer, könnte aber auch Float sein oder was anderes. Ein Aufstellungstyp oder so. Jetzt haben wir hier innen drin, im Funktionsrumpf, die Definition der Funktion. Da müssen wir aufschreiben, wie die das tun soll, was sie tun soll. Das, was sie tun soll, das steht typischerweise hier im Namen drin, mit was sie es tun soll, hier auch im Funktionskopf und was sie liefern soll, auch im Funktionskopf. Und im Rumpf, in der Definition steht drin, wie es getan werden soll. Das sind die Details. Wenn das Ding mal fertig ist, brauchen die Details nicht mehr nach außen sichtbar zu sein. Gekapselt. Und hier in unserem Fall sind diese Statements, Anweisungen auf Deutsch, die stehen hier unten drin und dann noch so eine Variablendeklaration. Wenn man eine Funktion mal gemacht hat, dann kann man die da verwenden, wofür sie gedacht war und für viele andere Sachen auch. Es werden sich schon noch andere Plätze in meinem Programm dafür finden. Wiederverwendung ist wichtig. Wenn wir nochmal hierhin zurückgehen, für das Füllen habe ich hier was und ich habe hier was und vielleicht später, wenn ich ein anderes Programm schreiben will zum Kakao kochen, kann ich das wieder benutzen. Die Funktion füllen oder wenn ich eine Suppe kochen will. Also Wiederverwendbarkeit steckt in diesem Konzept Funktionen drin,
Das Stepwise Refinement, also das Zerlegen eines Problems in Teilprobleme, steckt in der Funktion drin. Und das Kapseln, dass ich selbstständige, fertige Einheiten habe. Und deshalb sind mir diese Funktionen so wichtig. Damit, mit dieser Kurzpredigt, verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche eine angenehme Woche. Wir sehen uns nächsten Dienstag früh wieder. Auf Wiedersehen.